Ja, sauber! 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 So hat sich Papi das vorgestellt. Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit Winifred. Es ist endlich soweit. Heute ist es soweit. Der Scharfrichter, aka The Executioner, ist da und wir wollen ihn natürlich jetzt gleich mal direkt kaufen. 1098 Gems habe ich, 400 kostet mich der Spaß. Wir holen uns jetzt den Scharfrichter. Was auch, wir holen uns jetzt erst den Scharfrichter im Shop. Dann öffnen wir natürlich noch die Riesentruhe. Dann öffnen wir zuerst noch die Goldtruhe, die Gratistruhe, die Kronentruhe kriegen wir vielleicht auch noch voll. Wir haben noch die Clantruhe und morgen kaufe ich die Glücksangebote. So ist der Plan und direkt rein, wir kaufen den jetzt mal eben. Jetzt kann ich ihn leider nicht mehr kaufen, aber wir haben ihn jetzt. Wir haben ihn jetzt und ich werde mir gleich auf jeden Fall, ich habe schon ein gutes Deck gesehen, das werden wir uns jetzt gleich mal kopieren. So, jetzt gehen wir mal rein. Erstmal die Gratistruhen. Ich habe den Executioner, glaube ich, noch nicht gespielt vorher. Das bedeutet, es könnte relativ lustig werden. Wir werden ihn gleich ausprobieren in einem richtigen Spielchen. So, Sound ist auch an, das ist sehr gut. Das ist immer gute Voraussetzung. Dann wollte ich auch noch die riesen Gold-Eskalation machen, das kommt auch noch. 176.000 haben wir aktuell. Wird alles noch kommen. So, was haben wir denn? Vielleicht haben wir ja schon Glück. Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich richtig geil. Das würde ich feiern. Na, leider nicht. Leider noch nicht. Matthias, der kleine Schlawiner, hat ja wieder eine Legendary gehabt in der Clan-Truhe. Das ist schon das zweite Mal. Ah, leider ist Kobold fast. Schade. Aber 31 Mal der Blasrohr-Kobold. Oh, die Riesentruhe war nix. Die Riesentruhe war echt ein Riesenreinfall. Da habe ich echt kein Glück. Aber jetzt die Clan-Truhe. Ich bin mal gespannt. Was wird in der Clan-Truhe drin sein? Vielleicht, also eine Legendary wird auf keinen Fall drin sein, weil ich habe da nie Glück. Das haben wir bei der Super Magietruhe auch gesehen. Ich habe da einfach kein Glück. Dreimal der Blasrohr-Kobold. Ich kriege immer so eine Kacke, die ich im Grunde überhaupt nicht brauche, wie die Skelette jetzt. Lakaien ist noch okay, aber allerdings, die müsste ich auf 5000 Karten hochziehen. Das werde ich niemals schaffen. Schwein auf 800 Karten. Oh. Wir haben eine Legendary in der Truhe. Ja, sauber. Ich freue mich über jede Legendary, die da drin ist. Das ist doch mal wirklich erfreulich. Läuft doch bei uns. Ich habe zwar gesagt, es wäre ein Assi-Deck, aber wir kopieren uns das jetzt erstmal. Wir kopieren uns das jetzt trotzdem mal. So. Und gucken mal was, aber ich habe den jetzt natürlich noch nicht so hoch, das ist das Problem. Ich weiß auch nicht. Ja, wir verbessern ihn jetzt natürlich. Aber er ist jetzt erst auf Level 3. Das bedeutet, wir kaufen jetzt noch eine. Ich will die Angebote heute eigentlich noch nicht kaufen. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal eine Riesentruhe. Wir kaufen jetzt eine Riesentruhe. Vielleicht haben wir ja Glück. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollten wir auch Glück haben mit irgendwas? Das ist so lachhaft, ohne Witz. Das ist so lachhaft. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt spielen soll. So, gegen einen Chinesen, Level 11. Das wisst ihr schon, was da jetzt rauskommt. Also, ohne Witz, ich habe Aggressionslevel. Jetzt ist der Aggressionslevel auf 10.000. So, mal gucken, was wir hinkriegen. Riese. Er setzt die Lakaien. Ich bin mal gespannt, was da jetzt hinterherkommt. Die Frage ist, kann unser Scharfrichter da... Okay, nein. Wenn du die Scheiße mal am Schuh hast, dann hast du die Scheiße am Schuh. Denn der Turm wird jetzt nicht nur fallen, der wird innerhalb von 2 Sekunden einfach nur fallen. Ja. Mit Ansage. Andererseits, ich rush jetzt auch durch. Komm, wir rushen jetzt durch. Wir lassen uns jetzt von nichts mehr hier irgendwie aufhalten. So, der ist down. Jetzt schnappen wir uns noch eben ganz schnell die... Ja, komm, schnapp dir die Barbaren. Jetzt rushen wir. Jetzt wird gerusht. So, komm, setz doch irgendwie was Kleines. Setz doch was richtig Kleines. Oh, die kann ich leider nicht. Doch, die kann ich kriegen. Die kriege ich. Wir schaffen es. Jetzt wird alles rausgeholt. Ja, sauber. Sauber. 3-0, 3-1. Hör eine Magietruhe. Sauber, Mann. Sauber. So hat sich Papi das vorgestellt. So, die machen wir jetzt auf. Na, kann ich ja nicht. Moment. Die öffnen wir jetzt. Einen Moment. So, ja, ich hab's gesagt, die öffnen wir jetzt mal direkt, wobei, hätte es vielleicht sogar gereicht. Ich hätte vielleicht gar keine kaufen müssen. Okay, aber jetzt bitte Leute, gib mir den Scharfrichter. Nein.
Ernsthaft? 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 Ich werde ein bisschen ungeduldig. Vor allem den... Ah, der ist auch... Guck mal, wie viel ich upgraden könnte. Bald, bald, Leute, bald. Wir haben schon 180.000 Gold. Ich will aber mehr. Ich will mehr Gold. Und jetzt machen wir noch ein Spielchen. Fabregas. Fabregas. Cisk. Fabregas. Und wir spielen jetzt gegen ihn. Und nachdem wir gerade gewonnen haben, bin ich jetzt sehr motiviert. Bin ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr motiviert, dass wir das reißen können. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal ganz schnell eben um seine Prinzessin. Er setzt Level 7, wir setzen Level 9. Ich weiß nicht genau, am Grunde, falls er jetzt den Miner hat, wäre es am geschicktesten, wir setzen den Megalakai dahin. Aber wir werden sehen. Ich würde auch ganz gerne direkt die Seite angreifen, wo sein Elixiersammler sitzt. Einfach aus dem Grund, wenn wir da durch sind, dann nehmen sie sich vielleicht direkt dann noch den auch noch vor, okay. Oh oh. Mal gucken. Zack, den Megalakai. Die reichen vielleicht. Reicht, 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 reicht. Ja, sauber reicht. Okay. Wir müssen jetzt mal ganz schnell ein bisschen aufräumen. Komm, schnapp dir mal eben ganz schnell den. Schnapp dir mal eben ganz schnell den. Wenn der down ist, dann haben wir zumindest schon mal eine Chance. Ja, 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 ja. Sehr gut. Die sind alle down. So gehört sich das. Jetzt habe ich allerdings kein Holz mehr, ne? Ah, der ist nicht down. Okay, der ist nicht down. Der Sepp ist noch da, den brauche ich... Oh, er setzt den zweiten schon. Er setzt schon den zweiten Elixiersammler. Okay. Na gut, dann testen wir mal den Scharfrichter aus. Jetzt ist er allerdings auf der anderen Seite, ist jetzt er durch mit seinem... Mit seinem Königsriesen. Da habe ich gepennt, da habe ich echt gepennt. Komm, was kann der Scharfrichter? Was kann der Scharfrichter in der Offensive? Ein bisschen Schaden austeilen kann er, ja. Wir führen noch so gerade eben... So, jetzt bitte. Jetzt kriege ich die Prinzessin sogar mal down. Nee, das machen wir jetzt nämlich nicht. Das machen wir jetzt nämlich nicht. Pass mal auf. Wir warten jetzt ab und können gleich die Bogenschützen dafür benutzen, die Prinzessin zu holen. Pass mal auf. Das tun wir jetzt nämlich nicht. Jetzt warten wir nämlich ab. So. Oh, kriegen wir da was hin? Kriegen wir da was hin? Er hat ihn super verteidigt. Aber, komm, ein Schlag noch. Ein Schlag noch auf den. Jetzt kriegen wir ihn noch. Komm. Ich will das Spiel gewinnen, natürlich. Ist klar, ich will das jetzt nicht verlieren. So, die noch kaputt. Komm. Jetzt sind wir halbwegs durch. Komm, sind wir jetzt mal halbwegs durch. Immer noch nicht. So, die jetzt noch. Komm. Ich rushe jetzt natürlich auch durch. Wir dürfen jetzt keine Sekunde des... Wir dürfen jetzt keine Pause mehr gönnen. Ein Schlag, zwei Schläge. Na, 900 noch. Kann er verteidigen? Er kann verteidigen. Nein, lauf. Nein, nicht vorbeilaufen. Oh, knapp. Komm jetzt. Hol dir. Die noch dahin. Also, es wird ein enges Match. Es wird ein richtig enges Match. Aber wir können das packen. Wir können das auf jeden Fall packen. Komm, jetzt wird er wahrscheinlich die setzt er jetzt. Okay. So, komm. Ey, komm, das schaffen wir doch. Oh, ja, sauber, hol dir doch. Ja, so muss das doch. Da kriegt er wieder ein gutes Spiel. Das hat Spaß gemacht. Eine Silbertruhe noch. Und wir haben leider jetzt keine Magietruhe. Wir haben nur eine Magietruhe gehabt. Das ist schon ganz schön. Morgen öffnen wir hier die Angebote. Ich freue mich schon drauf. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Glück haben. Das ist ja natürlich auch günstiger, als jetzt das normal zu kaufen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal eine Bewertung dafür. Ein bisschen Aufwand. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und bis 17 Uhr. 17 Uhr gibt es Clash of Clans. Macht's gut. Bis zu 17 Uhr. Tschüss.